Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger? Heute ohne Gameplay. Gestern nicht wirklich unterwegs gewesen. War gegnerisch. Ich wollte eigentlich ein paar Raids machen, aber ja, wie gesagt, Wetter. Ja, und dann war ich doch nicht so motiviert. Ich dachte mir halt, ja, okay, ganz ehrlich, wieso soll ich so viele Raids machen? Nicht, weil der so schlecht ist, so wie ihr das denkt, dass ich halt keinen Bock auf den habe, sondern wegen den Glücksfolgen. Ich dachte mir halt jetzt, okay, ich habe jetzt meine Lucky-Liste abgearbeitet. Es fehlen nur noch die regionalen, sogar die ganzen legendären. Das heißt, jeder Lucky Point, den ich jetzt erhalten würde, könnte ich verwenden, um mir ein Lucky gutes Westbeat zu ertauschen. Dann dachte ich mir, okay, so viel Rain muss ich gar nicht. Ich muss gar nicht so viel Rain, dass ich einen 96 aufwärts bekomme. Weil zum Beispiel jetzt habe ich Lucky Tausch gemacht. Nee, es war ein normaler Tausch, ist Lucky geworden. 96er Giratina mit Angriff 15. Und ich habe jetzt meinen 14er gepusht, aber wie gesagt, von dem kann man mehr haben. Der ist einen Monat da, ich mache 30 Raid-Pässe, also die freien Raid-Pässe. Werde dann noch, was weiß ich, wie viele Glücksfreunde. Wobei. Glücksfreunde, die Anzahl wurde anscheinend reduziert, sind seltener geworden. Ich habe noch viele auf Lager, aber ja, auch schon eine Weile keine mehr bekommen und anscheinend ist es jetzt echt seltener wieder geworden. Sprich, vielleicht muss ich doch wieder mehr raiden, um einen guten zu bekommen. Aber ansonsten, jeder Glücksfreund könnte dafür verwendet werden, um mir ein gutes Lucky Vespi zu ertauschen. Andere Alternative wäre halt irgendwie irgendwas in Shiny, Lucky, gut. Am besten natürlich 100, weil das ist der Trifactor, die ultimative Form. 100% Lucky Shiny. Aber darüber brauchen wir gar nicht nachzudenken. Ich habe eine Box am Start. Wieder. Check das Video von gestern ab. Weil, ja, weil ich diesen Monat unterwegs bin und ich alle Boxen öffnen muss, bevor ich halt die Reise starte. Grüße gehen raus an Lootbox. Alle Infos unten in der Beschreibung. Ich glaube, bei denen habe ich sogar einen Code. Hong irgendwas könnt ihr unten in der Beschreibung lesen. Und dann, falls ihr euch eine Box gönnen wollt, kriegt ihr ein bisschen Rabatt. Die schauen wir uns jetzt mal an. Und danach, ja, gibt es ein paar Details. Bezüglich der Deutschlandtour. Denn die beginnt schon diese Woche. Oder nächste Woche, kommt drauf an, wie man es nimmt. Wir haben. Ho, ho, ho! Irgendwas mit Pokémon. Passend für uns. Eine Pokémon-Tasse. Haha. Mit Pikachu, Glumanda, Shigi und Bisasam. Kann man sich mal gönnen. Nice. Passend für uns. Oida, oida! One Punch Man, Saitama. Ihr wisst, Season 2 ist draußen. Ja, gespaltene Meinung. Die haben das Studio gewechselt. Animation ist ein bisschen anders, aber ansonsten eigentlich immer noch gut. Ich bin Manga-only, also abgesehen von den ersten paar Folgen habe ich nichts geschaut. Saitama, Jogginghosen, Jogginganzug, Schlüsselanhänger. Dieses rote hier schmeiße ich, glaube ich, weg, aber den kann man schon als Schlüsselanhänger verwenden. Der kommt, glaube ich, echt dazu. Coole Sache. Endgame ist draußen. Passend dazu. Keine Spoiler. Also, ich kann eh nicht spoilern. Ich habe ihn noch nicht geschaut. Leider noch keine Zeit gehabt. Aber hier. Iron Man Pop-Figur. Avengers 467. Gönnt euch. Ohne zu spoilern, schreibt unten in die Kommentare, wie der Film war. Habt ihn genossen. Und zu guter Letzt, Abschluss, ein T-Shirt. Blizzard. Oh. Zu Blizzard habe ich auch eine Story. Die haben angekündigt. Ja, dass sie dieses Mal, dieses Jahr, nicht auf der Gamescom vertreten sein werden. Ich zocke ja Hearthstone. Das einzige Blizzard-Spiel, was ich momentan aktiv zocke. Und das war's mit der Box. Wie gesagt, alle Infos unten in der Beschreibung. Danke an Lootbox für die Box jeden Monat. So, gehen wir mal die Tour durch. Ich hatte schon mal ein Video gemacht. Da hatte ich ungefähr grob gesagt, was die Route sein wird. Jetzt habe ich es genauer geplant. Geplant in Anführungszeichen, weil. Die meisten Sachen habe ich noch gar nicht gebucht. Ist immer noch recht frei, flexibel, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, zum Beispiel hier. Ich blende das hoffentlich hier ein. Wenn nicht, ich blende ich die Karte ein. Aber zum Beispiel Rostock ist immer noch unsicher, weil in Berlin geht eine Menge ab. Und wenn ich in Berlin bin und es mir dort gefällt, könnte ich Rostock vielleicht streichen. Aber gehen wir erstmal die Tour durch. Fängt an Donnerstag. Es wird wahrscheinlich noch einen Stream da geben, bevor. Vielleicht auch zwei. Also Dienstag, wie immer, werden wir live sein. Schaut vorbei. Und vielleicht am Mittwoch ein Abschiedsstream oder sowas. Aber Donnerstag geht's los. Da fahre ich hier in der Früh los. Auf nach Nürnberg. Chill den ganzen Tag. Mal schauen, was ich da so genau machen werde. Seht ihr dann im Video. Am besten folgt ihr mir, weil das habe ich gestern auch schon gepostet. Auf Instagram, Facebook oder Twitter. Dann seid ihr immer live dabei. Dann wisst ihr, wo ich bin, wo ich als nächstes hingehe. Und natürlich checkt die Videos ab. Also bevor ihr jetzt fragt, hey Hong, wann wirst du da und da sein? Weiß ich noch nicht so genau. Deswegen immer am besten aktuell sein und mir folgen. Auf jeden Fall tschüss am 9. Am Donnerstag in Nürnberg, werde dort übernachten und dann am 10. am Freitag
nach Schweinfurt fahren. Dort ist ja die Premiere. Werd dort chillen. Filmwelt Schweinfurt hat mich eingeladen. Wir werden ein paar Sachen unternehmen. Also kommt einfach vorbei und ja, den Film gönnen wir uns auch noch. Das ist dann Freitag und Samstag. Samstagabend dann fahre ich nach Kassel. Ich sehe gerade hier, ich habe auch die Arbeitssachen angespeichert, weil ich habe nicht frei. Ich habe mir extra jetzt einen Laptop gekauft, damit ich unterwegs arbeiten und schneiden kann, die Videos, und halt normal arbeiten und schneiden kann. Ja, bin gespannt, wie das so laufen wird, ob alles gut gehen wird. Ich brauche halt einfach nur Internet. Internet und ich kann machen, was ich will. Ob ich da immer Internet finde zum Uploaden, das ist die Frage. Auf jeden Fall Kassel bin ich dann, Samstagabend, penne dort bei einer Kollegin. Vielen Dank für das Angebot. Und Montag auch noch. Kassel war ein sehr überraschender Stop, aber da soll es abgehen. Da sind viele gute, aktive Spieler. Kann man auf jeden Fall vorbeischauen und sehr nette Leute. Montag, 13. geht es dann am Abend auch nach Leipzig. Den Tag dort chillen. Dann Dienstagabend nach Dresden. Nach Dresden kommt Berlin. In Berlin bin ich dann länger, 3 Tage. Sprich, Mittwochabend komme ich an. Penne in Berlin. Shoutout geht raus an die Kollegin. Auch da darf ich bei ihr pennen. Donnerstag bin ich da, Berlin ganzen Tag. Freitag und Samstag. Problem ist, Freitag, da ist eine Menge Arbeit. One FC und Glory sind da. Das nimmt eine Menge Zeit vom Tag, also weiß nicht mal, ob ich den Tag wirklich so zählen kann, aber ich werde schon irgendwo unterwegs sein. Und dann Samstagabend geht's rauf nach Rostock. Und wie gesagt, falls ich in Berlin noch nicht fertig wurde, falls mir das zu sehr gefällt, dann muss Rostock gestrichen werden. Sonntagabend dann nach Hamburg, 2 Tage. Montag und Dienstag bin ich da. Dienstagabend geht's dann nach Bremen. Bremen soll, Shoutout an alle Bremer, richtig schlecht sein. Das sagt jeder. Aber hey, was anderes in der Nähe lohnt sich halt nicht. Also, das ist halt die Route. Von Bremen geht's nach Hannover, da bin ich dann am 23. Dann nach Bielefeld, dann Düsseldorf, dann Bonn. Letzte Woche dann. Grüße gehen ganz an meinen Kollegen Jimmy, der ist vielleicht dann für die letzte Woche am Start. Cruisen wir in seinem krassen Auto rum. Frankfurt bin ich ja am Montag, 27. Grüße gehen raus an alle Frankfurter, da kenne ich auch viele Leute. Auch privat, also nicht Pokémon Go technisch. Also rein theoretisch müsste ich eigentlich 2 Tage da planen, aber der Plan ist schon so voll. Dann geht's rüber nach Mannheim. Etwas kleiner, aber ja, sonst wäre die Route zu Stuttgart einfach zu lang gewesen. Kann man schon mal als Stop mit einbringen. Dann Ulm am 30. und dann am 31. letzter des Monats bin ich wieder zu Hause in München, wenn alles nach Plan läuft. Rein theoretisch können wir auch noch 2 Tage verlängern und Samstag, Sonntag mit einbeziehen, wenn es sein muss. Also ich schau mal, ich bin flexibel. Aber das ist so der grobe Plan. Was ich genau dort mache, wird sich noch herausstellen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps für klasse Orte, Läden, Stops, was weiß ich, Pokémon Go technisch, aber auch Sightseeing, touristenmäßig was habt, könnt ihr euch gerne mal melden und mir Tipps geben. Ich habe auch schon viele Sachen erhalten, aber ein paar Städte, ja, da noch keinerlei Kontakt. Zum Beispiel Rostock, Leipzig, Mannheim. Da kenne ich absolut niemanden, absolut gar nicht. Bei den restlichen Städten kenne ich auch schon ein paar. Bremen, glaube ich, auch. Und Hannover weiß ich gerade nicht so genau. Düsseldorf, ja, keine Ahnung. Muss ich nochmal nachschauen. Aber bei den meisten Stops habe ich schon Connections, Leute, Zuschauer. Und auch interessante Sachen zum Abchecken. Aber wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, gerne melden. Am besten melden, weil ohne den Kontakt geht das meistens verloren. Ah, und das ist so der Mai, die Tour. Die nächsten 3 Wochen bin ich unterwegs. Ich bin echt gespannt. Ich bin sehr nervös, sehr aufgeregt, aber auch sehr gespannt. Eine Menge Leute haben sich gemeldet bei mir, also Grüße gehen raus an meine Community. Ich weiß, jeder sagt es, aber ihr seid echt die Besten. Echt krass, wie viele Leute sich da gemeldet haben. Ah, und ich hoffe mal, dass wir so viele wie möglich treffen können. Das Problem ist halt, bei den meisten Sachen bin ich halt unter der Woche da. Und ja, wenn da Arbeit oder so ist, dann wird es natürlich schwer, mich da irgendwie zu treffen. Ein paar Verrückte nehmen sich sogar frei. Also das ist echt heftig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber ja, vielleicht sieht man sich. Ansonsten einfach mir folgen, Instagram, Facebook, Twitter, und ihr seid immer auf dem Laufenden. Videos werde ich natürlich machen. Wie gesagt, ich habe den Laptop extra besorgt. Das heißt, am Abend, wahrscheinlich auf der Fahrt oder so. Ich fahre ja am Abend immer in die nächste Stadt auf der Fahrt dahin, schneide ich einfach das Video vom ganzen Tag und dann wird das irgendwann, wenn ich Internet habe, hochgeladen. Sprich, ihr müsstet eigentlich immer sehr, sehr aktuell sein, wo ich gerade bin, also immer der darauffolgende Tag. Schauen wir mal, wie das so wird. Ja, schauen wir mal, wie das so wird. Das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Ah ja. Und checkt das Video von vorgestern ab. War das vorgestern? Ja. Wie würdet ihr Pokémon Go verbessern? Hab einen Kollegen am Start, wir gehen ein paar Ideen durch. Richtig interessantes, cooles Format, kam auch ganz gut an, aber
Aber würde mich freuen, wenn ihr das noch abcheckt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.